Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich fange direkt ganz kurios an. Die Messeranimation kommt, ich soll gemessert werden, aber ich bekomme den Kill. Keine Ahnung. Wir spielen ein bisschen Sane Crossing und für die Profis unter uns, die nennen das Ganze natürlich Seine. Und hier wieder mein geiles Alien mit der Magnum. Und ich wollte euch so ein paar kleine taktische Vorzüge von dieser Map erklären. Ich snipe ein bisschen rum, ich werde aber auch mit dem Medi unterwegs sein. Und wie gesagt, es ist ein bisschen zusammengeschnitten an einigen Stellen, das werdet ihr auch sehen, einfach anhand der Übergänge, weil ich gut eine Stunde gespielt habe auf der Map und mir da natürlich so mit die besten Szenen rausgesucht habe. Und man sieht hier ganz gut, wenn ich so die M5K in der Hand habe, rushe ich so ein bisschen durch, laufe durch die Gegend und treffe auch mal mit Absicht oder auch nicht mit Absicht ein paar Gegner. Und ich habe mich so ein bisschen auf Snipen konzentriert bei der Map, was ihr auch sehen werdet später. Einige werden es vielleicht Campen nennen, ich nenne das mal taktisches Warten. Und habe mir da so ein bisschen was ausgesucht. Gerade so dieser Eingang hier, ich liebe ihn. Auch wenn es jetzt in dem Moment überhaupt nicht geklappt hat, weil auch das passiert, bin ich mal eben einfach weggemäht worden. Der wird kaum gut bewacht oder es ist immer sehr relativ schwierig. Gerade habt ihr auch einen Soflame gesehen, der Typ war sehr clever, um uns da ein bisschen zu irritieren, hat nicht wirklich funktioniert. Und das ist natürlich hier ein bisschen, campen, snipen, naja, gut. Ich bin eh nicht so ein guter Sniper. Man sieht wahrscheinlich auch, dass ich ein bisschen langsamer bin. Aber es hat hier und da immer ganz gut funktioniert. Bin natürlich auch einige Male geholt worden, das ist richtig. Wobei den hier finde ich jetzt sehr schön. So, schön aussuchen. Na komm. Dann sehen wir gleich so ein kleines Lämpchen. So ein kleines Spiegel. Da, jawohl! Weg ist er. So, und wenn man hier ein bisschen Sniper-Kills machen möchte, kann man das hier ganz gut, weil sich wirklich vieles um diesen Innenhof hier einfach dreht. Gerade wenn man mit 64 Leuten auf dieser Map spielt, dreht sich, oder der Haupt- und Angelpunkt ist hier, beziehungsweise auf diesem Marktplatz. Da stehen wir, beziehungsweise wir holzen rein, die holzen raus. Und wie gesagt, das mit dem Snipen ist halt eben nicht ganz so mein Fall, wollte ich euch aber auch nicht vorenthalten. Und das habe ich jetzt halt eben hier einige Male versucht. Wie gesagt, wenn ich hier mit der M5K ein bisschen rum bin, gerade wenn man diese Straße hier so ein bisschen hoch und runter läuft, das ist der Optimalfall. Oder gut, der Optimalfall kommt noch, man läuft rein, holt ein paar Gegner und läuft wieder raus. So erhöht man natürlich auch schön die KD. Und man kann natürlich auch schöne Punkte einfach sich holen. Und das, wie gedacht, taucht mir mal wieder hier ein bisschen auf. Ob es jetzt nun, Assi oder wie gesagt, ich finde es ganz cool, macht unheimlich Spaß. Und es entspannt, wirklich. Weil ihr wirklich längerer Zeit, irgendwann wird es natürlich auch ein bisschen eintönig. Weil ihr wirklich, ich glaube, an diesem Platz habe ich fast eine halbe Stunde verbracht. Hier auf diesem Marktplatz. Und du bist einfach damit beschäftigt, da reinzuholzen wie ein Bekloppter. Und die Gegner gehen dir nicht groß auf den Sack. Du hältst da rein, machst deine Kills, ab und zu läuft mal einer raus und man sieht hier auch, wenn ich jetzt nicht unbedingt was treffe, man holt ganz gut Punkte dabei. Hier habe ich mich ein bisschen verschnitten, die Nate hat jemanden gekillt, auch wenn man es nicht sieht. Und das Soflame, wie gesagt, wunderbar, hat mich nicht wirklich gestört. Und der Score am Ende war auch ganz gut, was hier einem manchmal auf den Sack geht, sind Mörser-Kills. Das ist ein bisschen langweilig. Um jetzt noch zu ein paar taktischen Elementen zu kommen. Wie gesagt, gerade wenn die Leute, die Gegner hier drin stehen, Nades reinwerfen, rein mörsern, geht natürlich auch. Und was ich halt eben wirklich im besten Fall mache, ich laufe in den kleinen Gang, meistens auf den, wo ich gerade die ganze Zeit mit dem Snipergewehr draufgehalten habe, weil es wirklich unheimlich schwierig ist, weil wir kommen von hier, wir kommen von der anderen Seite. Und dann ist es für den Gegner, gerade der drin steht, immer ein bisschen nervig und schwierig. Ich hoffe, das ist jetzt auch die Szene, wo es ganz gut klappt. Am Ende weiß ich, kommt auch nochmal eine. So, einen nehme ich mit und wieder raus. Ab in den Container, bisschen aufheilen, Medikits und so läuft das. Ganz easy, wie gesagt, viele von euch werden es schon kennen. Ich wollte es mal einfach wieder zum Besten geben. Ist jetzt auch nicht wirklich der super mega Tipp. Und da war schon wieder so ein Mörser, aber auch da kann man hier unheimlich gut Kills machen, beziehungsweise Punkte machen, Reanimationskill. So, und der nächste, alle mal hoch. Sehr schön. Und wie ihr merkt, ich kommentiere nach, ja.
Habe ich gar nicht erwähnt. Ich hoffe, das ist jetzt besser als die letzten Male. Und am Ende kommt noch so eine Szene, wo man es auch noch sehr schön sieht. Gerade was diesen Eingang auf der linken Seite angeht. Und das beim Snipen ist auch, finde ich, immer sehr schön, was ich auch schon mehrmals erwähnt habe. Gerade wenn ihr Sachen freispielen wollt, wie so ein, ja, Visier, ein ballistisches Visier oder habt ihr nicht gesehen, könnt ihr das hier ganz gut, weil ein Sniper-Kill, gerade vom Marktplatz oder auch wenn ihr hier rein sniped, geht eigentlich immer. Auch wenn ich hier gerade mit der Magnum mal wieder schön faile. Aber das ist gar kein Problem. Wie gesagt, hier einzutreffen, das klingt den größten Deppen, selbst mir. Superweiß, merkt euch mal den Namen. Könnt ihr euch mal, merkt euch den guten Kollegen mal. Weil irgendwann habe ich die Schnauze dann voll. Der Baum hier, wenn das hier richtig alles schön zerholzt ist. Ich hoffe, man sieht es jetzt nochmal. Ja, wunderbar. Gibt unheimlich gut Deckung, gerade wenn du hier frontal drauf zulaufen willst. Sehr schön. Und jetzt kommt nochmal so das beste Rush-Beispiel. Eins, zwei. Und das waren noch meine beiden Kollegen hier, super weiß. Und ich glaube, das war es gleich auch schon. Ich hab ziemlich kurz geschnitten. Also die Verabschiedung wird schnell und schmerzlos sein. Und wie gesagt, die Straße könnt ihr hier eigentlich auch ohne Probleme rauf und runter laufen. Wenn ihr oben nicht gerade in dem Haus oben an der Seite einen MG-Schützen drin sitzen habt. Und das hier ist auch so ein Punkt. Wie gesagt, die spawnen hier. Ja, campen, ihr holt den Gegner. Es ist relativ einfach, da was zu machen. Ich wünsche euch noch viel Spaß und sage tschüss. Bis dann.